Kartfahren mit einem König wie der Stucki wird nicht ganz einfach. Aber wir haben uns natürlich etwas einfallen, dass der Gregor die Sportart gleich ausprobieren kann. Wir haben eine Sonderanfertigung machen, einen Spezialsitz. Ist eng, hä? Schon ein bisschen, aber da kommen wir nicht raus. Stucki Gregor, ich glaube, der hat den Plan auf Bratteln. Es ist sicher schade, kann er von diesen drei Königsjahren, die er hier hat, verpasst er jetzt einfach quasi eins. Aber ich habe das Gefühl, er hat viel Leidenschaft für den Sport bekommen. Erst in den letzten Jahren und jetzt sowieso. Und darum, trotz seinem Alter, der wird eine gute Form haben im 2021. Seine Körperform kommt ihm heute in den Weg. Die Marilyn Niederhauser, die mit 59 Kilo nicht einmal halb so schwer ist wie der Gregor, fordert unseren König zu einem Kartduell raus. Die 25-Jährige ist Vizemeister in der GT4-Serie und hat im 24-Stunden-Rennen zu Dubai Geld genommen. Ja, es ist ein kleines Wunder, dass der Gregor Stucki überhaupt gegen die schnellste Bernerin, gegen die Marilyn, antreten kann. Weil er passt eigentlich mit seiner Postur in gar keine Rennkarte. Das Kombi auch nicht. Ist auch schon schwierig, genau. Aber wir haben uns natürlich etwas einfallen, dass der Schwingerkönig die Sportart eben gleich ausprobieren kann. Wir haben eine Sonderanfertigung machen, einen Spezialsitz. Gregor, der ist jetzt für dich. Du darfst hier reinhocken. Am Schluss der Sendung gewinnt er aber den einen Weiberhaken-Fan. Also den verlosen wir dann noch. Verlosen. Also was, der Sitz oder die Karte? Ja, der Sitz wird noch verlost. Also unter diesen Umständen musst du heute brillieren, Gregor. Ja, das sieht man dann. Also, ich weiss auch, ich bin noch nie so ein Ding gefahren. Und es ist Rennfahrer ja, von Beruf. Also, das ist schon mal sehr schlechte Vorzeichen, aber du ich gebe bist mir Mühe. Schaffer. Ja, aber das ist nicht das Gleiche. Du bist jeden Tag im Lastwagen, ich habe, hast zwar ich maximum 80 gefahren. Ja, das ist schon nicht ganz gleich. Und nicht, wie sehe ich, ja, nicht 250. Marilyn, du zeigst im Krieg heute, wie man von 0 auf 100 kommt. Was ist die Challenge, die er schlussendlich können soll? Also ich bin mal der Meinung, wir probieren mal probieren, wie das funktioniert, mal ein paar Runden fahren. Und er ist eigentlich das Ziel vom Ende des Tages, dass wir so eine kleine Aufholjagd machen. Also er startet ein bisschen vor mir, ich ein paar Kurven weiter hinter. Und dann probieren wir mal aufzuholen. Ja, also erste Challenge ist klar, du musst mal da reinkommen. In das Ding hückeln, ja genau. Geht's dir in gross? Ist eng, hä? Schon ein bisschen, aber da geht man immer nicht raus. Ja. Aber die hocken schon, das ist schneller gegangen als bei mir. Ab auf die Strecke für das Training. Wie lässt sich so eine Kart filigran über die Piste kurven, wenn 140 Kilo am Steuer hocken? Das Problem kennt die Marilyn nicht. Sie lässt es schädern, während der Gregor noch in der Boxenausfahrt ist. Ups, was war denn das? Jetzt hat der Stucki noch den Motor abgewürgt. Die Marilyn locker am Aufwärmen und Gäseln, der Stucki im Knorzen. Er kommt einfach nicht vom Fleck. Der Schwingerkönig ist noch kaum einen Meter gefahren, aber zumindest läuft der Motor wieder. Das klingt aber ein bisschen komisch. Muss der Karte so hodeln? Es ist auch gescheiter, wenn man einmal in die Box holt. Da scheint definitiv etwas kaputt zu sein. Ja, da hängen ein Stein verwünscht, weißt du? Ja, es tut mir leid. Was war das? Bei der Boxausfahrt habe ich dort irgendetwas verwünscht. Ich merke, es tut schon ein bisschen. Also von Anfang an eigentlich ja, schon? Ja. Ich bin schuld. Ja. Ich gebe es zu. Aber eben Spass hast du. Ja. Hey, lustig ist schon noch. Ob es die Mechen auch so lustig finden? Die Achse ist gebrochen, das könnte dauern mit Flicken. Und jetzt noch ein Stress wegen mir. Ja. Aber alles kaputt gemacht. Wenn ich nicht über den blöden Ding wegfahre, wäre die ganze Sache schon fertig. Weißt? Das ist ein typisches Stucki, der versichert alles. Ja, der Rennkart, der ist auch gleich geflickt. Das ist eine längere Sache geworden, aber der Sitz, der ist zum Glück noch ganz und den verlosen wir ja am Schluss der Sendung. Jetzt geht der Gregor Stucki aber zuerst mal auf die Rennbahn. Es gibt eine Aufholjagd gegen die Marilyn. Gewinnen die Einladung für zwei Personen an Weihnachtszauber.
Ein Highlight mit hochkarätigen Comedians, die für euch ein Feuerwerk herzaubern. Dazu Fondue Chinoise in einer gemütlichen wie nächtlichen Stimmung. Auf der Luke im Schweizer Volksmusikzentrum. Schreibt ein Mail mit euren Koordinaten an wettbewerb@telebern.ch. Im Stucki sind die Karte ist wieder einsatzbereit. Jetzt geht's los. Drei Runden werden gefahren. Der Kriegel überkommt 10 Sekunden Vorsprung. Los geht's auf die Aufwärmrunde. Hier gilt es, die Reifen auf Temperatur zu bringen für eine gute Bodenhaftung. Also, ich weiss ja nicht, aber unter Reifen aufwärmen stelle ich mir etwas anderes vor. Jetzt ab auf die Startposition. Schöne Verschneider gehabt. Sie ist so schön, sie ist auf einmal so langsam geworden und dann habe ich auf die Bremse müssen. Und ab die Post. Das Rennen läuft also. Der Kriegel gibt Vollgas, aber die Marilyn setzt zur Aufholjagd an. Also Kriegel Stucki führt immer noch nach der ersten Runde. Aber Marilyn kommt natürlich. Kriegel immer noch vorne, das geht gar nicht. Letzte Runde, uiuiui, Achtung. Marilyn kommt. Achtung, jetzt auf diesem Gerät nimmt sie ihn. Ja, jetzt hat sie ihn eingeholt. Aber immerhin, oder? Ja. Aber nicht den hohen Chance. Tja, kurz vor dem Ziel der Sieg vergeben. Schade. Ja, Kriegel, es ist gut ein Jahr her, als du den Königstitel geholt hast. Jetzt hast du kein einziges Schwingfest als König machen besitzen. Wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Sponsorenaufträge. Oder ist einfach alles ein bisschen anders? Wurmt dich das so ein bisschen? Oder wie gehst du mit dem um? Schwingen wurde mir auf jeden Fall ein bisschen, aber ja, jetzt ist es halt so, ist für alle gleich. Es hat niemand können schwingen oder einfach die paar Schwingfeste Anfangsjahr. Und ja, ich glaube, man muss das Beste aus der Situation machen, sich probieren fit zu halten und ja, zwischendurch auch so etwas machen. Etwas Neues wagen, was du mit Bravour gemeistert hast. Und wie gesagt, der Sitz hier, das ist der Kriegel Stucki, sein Viertel, der einzige, der ist getroffen gehackt. Das verlosen wir jetzt. Schreibt ein E-Mail an die eingeblendete Adresse unten, warum ihr den Sitz wollt und vor allem wo er herkommt. Die beste Begründung die lesen wir raus und dorthin geht er dann. Jetzt gebe ich euch noch einen Schreiber. Ihr dürft beide unterschreiben, dass der signiert ist von euch höchst persönlich. Wir machen Ladies first. Ladies first, super. Ja, und merci für das Mitmachen. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spass gehabt. Genau, also ja, Es war ein bisschen eine Zangengeburtstag, aber es hat sich, glaube ich, gelohnt. Exakt. Ja, ja, das ist gut gemacht. Schon, oder? Ja, das ist gut gemacht. Wie ein König, wie sie sein. Euch viel Erfolg beim Wettbewerb und nächste Woche wartet schon die letzte Ausgabe vom heurigen Weiberhaken. Und es gibt noch mehr von dem. Hier geht es direkt zur nächsten Sendung. Da gibt es alle Ausgaben vom Weiberhaken. Und bitte noch unseren YouTube-Kanal von Telebern abonnieren und natürlich nicht vergessen, uns auf Instagram und auf Facebook zu folgen.